Hallo Party People. Heute mal ein Stream von dem neuen Computer. Im letzten Video könnt ihr euch anschauen, wie das Zusammenbauen ausgegangen ist. Aber wie man sieht, es läuft. Und schauen wir mal. Change me. Danke für den Follow. Alles da. Kann man mich hören, kann man mich sehen. Läuft alles so wie soll. Ja, das Streaming-Info stimmt nicht so. Ja, ich muss nur noch alles einstellen, weißt du, die Musik ist wohl laut und es ist wohl leise. Schauen wir mal, wie die Musik ein bisschen unterdehnt. Ah, die Musik ist schon gut. Du. Kein Fenstermodus für Pokémon oder was? Jetzt läuft's. Packs Packs können wir jetzt aufmachen. Und ich habe aber schon ziemlich viele Packs aufgemacht. Und es kommt dazu, dass... Man kann es leider nicht sortieren nach zuletzt erhalten. Oder warte, kann ich auf Pokémon Wiege. Da, ich habe zum Beispiel jetzt dank dem Thomas und Goldi habe ich 5 Zakian Wie. Weil im Endeffekt war die Karte, die in der Box drin ist, kein zusätzlicher Booster, sondern eine fertige Karte, Zeichen wie. Zipsala war eine fertige Karte. Was haben wir noch gekauft? Liberlo war eine fertige Karte. Interleon war eine fertige Karte. Und Gortrom war eine fertige Karte. Und aus den Packs, ich habe nämlich ja 70 oder so gehabt, könnt ihr euch erinnern. Habe ich gestern am Abend noch im Bett ein bisschen gezogen. Habe ich gezogen Rainbow Durengard VMAX und Rainbow Interleon, also das, was ich in echt auch habe. Und noch irgendeine Karte. Schauen wir mal. Tun wir mal. Alles, was besonders ist. Pokémon GX, Pokémon Prisma Stern.
Ja, das Mute war auch zum Beispiel so eine Karte, die man einfach einlösen musste und das direkt bekommen hat. Ich habe geschaut, ich habe gestern eine Karte gezogen. Die wäre, wenn ich sie in echt gezogen hätte. 80 Euro oder 110 Euro wert. Mal schauen, wo ich sie habe. Nicht du den Karten, das war eine andere. Läuft der Stream flüssig? Hört man mich? Gibt's Lags? Aktuell sagt er, ich habe 0,7% Frame Loss, also sollte eigentlich ganz gut laufen mit der neuen Maschine. Da, aber das habe ich gestern gezogen. Das war nicht die Karte, die ich mitgeschaut habe. Super geil. Okay, warte, ich hol Goldi dazu, dann kann ich mit Goldi im Discord reden. Goldi, du musst annehmen, dann kannst du mitquatschen. Hey. Ja. Ja? Ja, passt, funktioniert. Hört man dich auch im Stream? Ja, noch nicht. Mach währenddessen Dragon Ball Kartenwertcheck auf Card Market und verkauf die ganzen Bums. Ich mach dich mal lauter, dann hört man dich im Stream ein bisschen besser. Lol, ich hab mich doppelt. Ja. Yeah. Ah. Ich hab dich jetzt mal bei mir auf 150% hochgepult. Das bin ich ein bisschen besser hört. Warte, für mich. Hast du zugehört? Was? Wie viele Packs wir zum Aufmachen haben? Na, noch nicht ganz. Okay, Uhrzeit versetzt, lol, ja. Egal. Ja, na sicher. Es ist immer ein bisschen hinten nach, das ist normal. Uff, gut. Mach die alten Packs Sonne und Mond zuerst. Ja, ich mach alles, ich mach von rechts nach links. Okay, okay. Wir haben 58 Packs zum Aufmachen. Uff. Und da sind aber weggerechnet die ganzen Fixkarten, weil ich habe zum Beispiel Clash der Rebellen, diese Hüllen und Verpackungen und das alles kriegt mehr. Das war eine Karte, die wird aber nicht als Booster ausgelöst, sondern wird als direktes Geschenk übergeben. Also Zakian V habe ich jetzt fünfmal, Gordrom, Liberlo, Italian habe ich jetzt alle drei. Kann man die Sachen online tauschen mit anderen Spielen? Ich weiß es nicht. Das habe ich noch nicht gefunden. Also ich wüsste nicht wie. Den habe ich ja zweimal drin. Geht schon los, können wir starten? Ja, können wir starten, ich bin ready. Machen wir erst das Pack auf. Aber fürs Lag von links nach rechts ziehen.
Das sind die anderen, die sind nicht lieb. Eine? Du kannst aufmachen. Das ist nämlich das Coole, du musst das nur einmal aufmachen, danach macht das automatisch. Ah, ja, voll, voll. Vielleicht nochmal. Ui, 24. Das ist nicht neu, was der konkreter wert ist. Ach, was ist hier noch? Zwei Karten. Los geht's. Uff, Arsch. Nein. Ganz, ganz. Die Knie ist okay. Bauch weh. Wieder zwei. Kenn ich nicht. Oh lol, ich dachte gerade, das war so ein schwarzes Glurk. Ich glaube, das ist ein Morgen. Ja, gleich, gibt gleich schwarzes Glurk hier. Ist das drinnen in den Schwert und Schild? Boah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Wieder von links nach rechts und bringt kein Glück. Commander in Holo. Und. Macho Mai GX. Nice. Nice. Ich habe gestern ein, zwei Karten gezogen, die ich im Kartmarket nicht gefunden habe. Das war urkomisch. Der Pokémon ist urzart. Da sind irgendwie urkomisch drin. Und manchmal muss ich auf Englisch eingeben, manchmal reicht es auf Deutsch. Jetzt mache ich gerade Dragon Ball Karten wert. Das war auf alle Fälle die beste Karte, die ich bis jetzt gesehen habe. Die GX-Karte machen wir. Du hast es wieder. Nein, wie die Fass, Alter. Ein Celebi Holo. LOL, er gönnt mir 10 Cent Karten. LOL, schau mal, was das Celebi kann. Das werde ich spielen in einem Blood-Deck, also in einem Pflanzen-Deck. Blood-Deck, oder? Nicht. Oha. Ist jetzt verwirrt. Okay, Entschuldigung. Na, das obere, die Zeitspirale. Naja, das. Ich kann einfach, er hat ein fucking, weiß ich nicht, Glurak und ich kann es einfach in sein Deck zurückmischen. Zack, tschüss zu deinem Glurak. Okay. Weiter Sonne, Mond, oder? Und dann Schwertschild. Safe. Und als erstes alle Clash der Rebellen und dann Schwertschild unbranded, oder zuerst Schwertschild unbranded und dann Clash der Rebellen? Zuerst Schwert und Schild. Normal, unbranded. Clash der Rebellen als erstes. Ja, genau, und dann die Erweiterungen. Okay. Links nach rechts, Belag. Kostet 9 Euro die Karte. Wegen Clash muss was Orges sein. Ja, na bei 31 Stück irgendwas muss dabei sein. Regirock. Kann man jetzt übrigens fangen nice. Bei Schwert und Schild, gell? Ja, es hat eine Erweiterung. Und du kannst die Gigas aufholen. Wirklich? Double Time. Links oder rechts? Links. Okay, das ist aber gar nicht mal so schlecht. Also. Ja, die kann man nehmen. Ich glaube, Grandiras habe ich auch. Ich habe also gestern sortiert und habe jedes Mal neu umsortiert. Alle wertvollsten Zeugs dann in die Kamera. Ich mache dann die Kamera groß und sage her, was ich gestern gemacht habe. Ich habe auch meine Karten alle sortiert. Solgalea GX. Die ist hübsch. Warum hat man nicht so ein Glück, in wie viele Packs sind? Ja.
Er zieht 80 Euro Karte. Moin. Nein, bleib da, mein Scheißbettchen. Ui, jetzt kommen dann die... Ich kann hier wieder zwei Cams machen, dann zeige ich mich hier und die Packs, also ich kann es dann nicht doppeln. Ja. Uff. Komm. Okay, dann kommt jetzt zuerst Schwert und Schild. Wieder von links nach rechts, weil anders geht's nicht. Jawohl. Nee, richtig. Bei mir geht das nicht. Super rare. Die Dragon Card ist gar nichts mehr wert. Den habe ich in echt auch schon. Wie heißt der? Humanity? Humanity. Humanolith. Ein Mordsinger, aber nicht in Gold. Den habe ich auch, aber nicht in Rare. Also nicht in Reverse. Double. Ist das sicher lohnender? Mein Gott, vom Holo. Aua. Komm schon. Also da war noch nichts, also für das, dass ich schon 30 Packs aufgemacht habe. Noch nichts Orges. Bin ich jetzt noch nicht so begeistert. Da Humanolith heißt das Ding. Bettis. Humanolith. Hümene. Nein, Thomas, ich habe eine SR-Karte. Du hast 35 Euro. Ja, Thomas Fetzen. Aber ist der einzige, sonst hast du eigentlich recht. Uff. Das ist eine hübsche Karte. Die gefällt mir. Rüppel von Team Yell. Das ist eine hübsche Karte. €32. Ist steppert. Ah, Rainbow. Die habe ich. Ja, sind auch 15 Euro. Sorry, bist doch eine SPR. Entschuldigung, Thomas. Entschuldige. War eine SPR. Ah nein, da habe ich aber jetzt eine SR gerade. Okay, 31 Packs. Achso, ihr seht das jetzt nicht mehr, dass das 31... Nico. Ja, es sind 31 Packs noch. SR. Was brauche ich dir, einen 10er? Ich glaube, ich hatte hier einen 10er rein. Ich muss jetzt... Soll ich jedes Pack einzeln aufreißen oder auch wieder machen, noch eins öffnen und einfach öffnen lassen? Uff. Mach bei allen, ich mach alle Clash der Bellen einzeln auf. Ja, okay, passt. Alle Clash der Bellen mach ich einzeln. Also jetzt habe ich eine SR-Karte, die kann ich für 7 Euro hochstellen, weil es gibt nur zwei, die verkaufen sind. Das ist hübsch. Aber ich bin gerade traurig, ich finde meine 120 Euro Karte nicht. Ich finde das Deck nicht, wo sie drinnen ist. Ich bin so, oh nein, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ah, ich habe es vergessen. Wisst ihr, Samstag war Lieferung, Pokémon-Karten sind gekommen sein. Ah ja, stimmt. Sollte man mich eigentlich besser sehen im Stream. Hab die Kamera schöner gemaked. Ah, okay, fuck you.
Steffi. Terra Jumper. Und immer verkehrt auf dem Text, ganz wichtig. Mann, hast du jetzt zum zweiten Mal den Adiatmeier gemacht? Wirklich? Soll ich dir zeigen, wie man neben das spielt? Ich kann nicht. Da war jetzt ein Remix-Kreis dabei, also. Und ist halt immer versetzt. Das ist was wert. Das habe ich gesehen, das ist in der Clash der Rebellen. Wie sammeln die? Das hat Thomas zweimal gezogen. Wirklich? Ja, ja. €6. Easy. Also Thomas hat 12 Euro gezogen alleine mit der Karte. Fusion Onslaught Super Rare. BT6. Muss ich die Karten von BT6? Oh, 3 Euro. Gönn ich gleich mal hier. Ja, dann. Bevor ich die Karten hochziehe, muss ich mir alles aufschreiben, zusammenschreiben. Dann einfach alles online stellen. Und hoffen, dass sie ihn dann noch kaufen. Okay, also außer dem Milotic war bis jetzt noch nichts brauchbar. Ich bin eigentlich traurig. Und sind alle Min mindestens, also nie Min mindestens. Zwei. Smetro. Ich habe gestern jetzt wieder die Pokémon-Folge von Smetro gespielt, wo es weggeht. Ah, wo er sie in die Freiheit entlässt. Ja. Ich bin Smetro, ist so traurig. Ja. Vor allem, das ist die eine Folge, haben sie übertrieben, weil sie nochmal so ein Recap machen und überhaupt zu Smetro. Das haben sie nie wieder gemacht in der ganzen Serie. Wieder zwei. Ist der denn sind der BT12 noch angekommen, oder? 20 Packs noch. Vielleicht gibt es noch mehr, oder? Oh, oder? Okay. Gut, kostet nix. Ich glaube, sind Karten. Gibt's ja nicht. Frag mal, was ich gezogen habe. Lol. Noch eins Milotic. Okay, da geht's noch ankommen und schaue ich jetzt nicht mehr um die ganzen Rares. Bei meinem alten Prozessor war es so, dass ich 40 bis 50% Auslastung hatte beim Streamen mit 30 Frames auf 720. Weißt du, wie viel ich jetzt habe? Wie viele? 1% Auslastung. LOL. Ich habe aktuell ausgelassene Frames 0,4%. Okay. Wenn ich, egal wie weit runter ich alles gebügelt habe und was ich gestreamt habe, sogar wenn ich nur im Internet war, hatte ich ausgelassene Frames 20%. Ich bin bei 0,4%. Oha. Also das Upgrade hat sich gelohnt, ist so depp. Na gut, Trading Card Game hat jetzt nicht viel an. Die Rare schaue ich doch durch, weil das eine Rare 3 Euro wert. Von denen habe ich einfach mal. Und es sind halt trotzdem 720 Pixel. Das habe ich noch nicht beachtet. Ich bin sogar Full HD. Ah, HD, Entschuldigung, nicht Full HD. Ah, HD. Hohe Definition. Du warst echt nur zweimal Milotic wieder bei. Bis jetzt als einzig brauchbares. Toll. Stell dir vor, du hättest nicht so wie wir diese Packs und würdest dir die mit den Münzen, die du im Spiel bekommst, kaufen. Du bekommst pro besiegten Trainer 10 Münzen und brauchst 200 für einen Booster.
Also ich habe gerade deinen Zapf abgezogen, Gold, gell? Super. Das da. Glaub mal, was ich gezogen habe. Milotic wie? LOL. Oh, come on. 3. Das ist jetzt schon nicht mehr lustig, Alter. Uff. Der Cash Rebellen ist richtig schwul. Achso, darf man das sagen? Ja, doch, ist es. Schau dir dieses Magma an. Das Magma sagt doch schon alles, Alter. Der kriegt den Dampf in den Hintern und spült Feuer aus. Uff, aber das ist hübsch, das hast du auch gezogen. Stimmt, 2-mal sogar. Was sind die? Bombenschwert. LOL! Und nichts, Alter. Okay, Goldin. Ja. 2 mache ich noch verkehrt auf, dann wechsel ich. Okay. Dann mache ich auf, wie es gehört. Mal. Das gibt's ja nicht. Alter. Ich hab gestern bei uns echt im Ort. Zwei Rares. Shadow Solo. Milotic. Oh Mann. Milotic ist bei dir gerade so wie bei Mickey TV sein Dick drin. True shit, Alter. Jetzt verstehe ich, was du gemeint hast. Ah, ich glaube, die DC1 würde ich gut gehen. Cover. Raging Cover. Okay. Thomas, lad dir das Spiel runter. Das gibt's für Samsung und für Tablet. Dann sollten wir eigentlich gegeneinander spielen können. Oh, das wäre lustig. Weil er gesagt hat, er hat es noch nie gespielt. Und es gibt am Anfang Structure Decks. Also der von Null auf Los spielen. Ja, Versus-Modus, schau. Also nein, Versus ist der Kampfmodus, Events, Trainerausforderung. Wieso kann man in der App nicht gegeneinander spielen? Ich kann tauschen. LOL. Nice. Ja gut. Da kann ich kurz nachschauen. Broly. The Legendary Super Saiyan. Ah, das ist okay. Gut, dann. Die Leute tauschen alle Booster gegen ein LOL. Ich kann einen First Print Glumanda bekommen gegen ein eins von meinen 3 Milotics. Easy, let's go. Und noch 5 andere Karten, aber die fallen mir alle nicht. Also. Geh weg. Station V. Ah, man kann direkt gegen Booster Packs auch tauschen. Ja, du kannst entweder. Ich krieg jetzt 3. LOL, ich kann mein Victini V gegen 3 Farbenschock Packs tauschen. Das wäre arg.
Das wäre arg. Ich kann eine mehr. Ich hab die Mary, ich krieg 24 Farben Schock. Die habe ich gestern gezogen. Die ist 80 Euro wert. Ich kann die eine Karte, die ich da habe, gegen 24 Farben Schock Booster tauschen. Nice. Oha. Da ist gerade ein Typ reingekommen. Yo, mate. Oh, fuck. German. Herrst, soll ich die Mary tauschen gegen 24 Farben-Schock-Packs? Let's go. Schon, oder? Ja. Könnte da nicht das Pikachu drinnen sein eigentlich? Ja. Schwert und Schild Farbenschock und er gibt mir 24 Stück für eine Mary in Holo. Das geht gut. Also 24 Booster wären böse. Das wäre wieder. Da, Schwert und Schild 19 gegen eine Mary. Also das machen anscheinend mehrere Leute. Die wollen alle so Mary. Ja, aber die Karte ist halt auch nicht schlecht. Aber wieso kann ich nur tauschen und nicht gegen einen Dummer spielen? Also nicht gegen andere Spieler Hola. Spielen. Uff, nein, Platin. Oh doch, ich bin schon Platin. Ich hab Gold ja schon fertig. Da schaut Gold schon alles. Aber zweimal. Diesen Kokete. Okay, lass mal die letzten 5 Packs öffnen. Ich kann doch nicht. Okay, ich tausche die Mary gegen die 24 Booster. Ich hoffe, ich finde das nochmal. Da, die Karte, was kann die? Jeder Spieler mischt seine Handkarte und legt sie unter sein Deck. Wenn ein oder beide Spieler auf diesem Weg mindestens eine Karte unter dem Deck gelegt haben, ziehst du 5 Karten und der Gegner zieht 4 Karten. Uff. Die Karte ist halt echt nicht hässlich. Wahrscheinlich holen sich die alle einen runter auf die. Hallo Shabrubi. Shabrubi. Nein, spielst du auch das TCG Online? Soll ich den Tausch machen? Ich glaube schon, dass ich das auszahlen würde, oder? Ja, vor allem digital sind die Dinge einfach nichts wert, deswegen wäre mir das so egal. Ich hätte das gemacht gegen Booster, würde ich. Für Booster nehme ich alles in den Mund. Das darf ich sagen, weil ich habe nicht gesagt, was. 28 oder mehr für Mary. 29 Stück krieg ich für sie. Noch ein höheres Angebot. Ja, na gut, dann ist aber eh schon. 23 für Mary, 26 für Mary. Warum wollen die alle die Mary haben? Uff. Uff, dann tausche ich die und kommt drauf, dass ich die für 60 auch hätte tauschen können. Die kosten 10er, die Karte. Okay, wir schauen kurz, was die Mary kostet und dann suchen wir uns ein gutes Angebot raus. Es gibt eine urcoole Seite, da kannst du einfach nur den Namen eintippen, mit der Nummer sogar. Und der sagt ja aktuell so einen Kurs, der heißt Card Marvin oder so. Wo haben wir die da gezogen? Seite, lol, cool, es gibt cool. Die auf der Seite gar nicht. Cool. Ja, geh auf Card Marvin ohne I. Card Marvin. Das siehst du von allen möglichen Seiten, die Karten verkaufen, den durchschnittlichen Wert. Card Marvin, ja, irgendwie so. Website ist nicht erreichbar. Ich glaube nicht .com war es. Es war. Nein. Gib. Ah, warte. Oh. Ja, bei uns ist auch, also wir sind 3 Leute und wir kaufen uns immer in unserer Mittagspause ein paar Packs. Die Geschäfte in unserer Umgebung, in der Arbeit sind schon alle aufgekauft. Es gibt keine Pokémon-Karten mehr in unserer näheren Umgebung in der Arbeit. Und da sind an die 100 Codes zusammengekommen. Deshalb habe ich jetzt mal gesagt, als einziger aus der Firma, der das Online-Spiel spielt, mache ich die mal alle auf. Card Marvin, schick's im Stream oder schick's mir im Discord? Ich muss jetzt warte.
Genau, Card Marvin. Ah, doch mit I. Nein, Marvin.com. Mit I, aber nicht mit R. Ja. Card Marvin. Ja, okay. Sowas. Okay, Enter. Da kannst du dir eintippen, das funktioniert echt gut, das Ding. Du kannst den Namen eingeben, beziehungsweise die Nummer auch. Wenn du es eben gerade so nicht findest. Ja, ich muss nur schauen, was die, weil ich will nicht wieder rausgehen, da verliere ich wieder das Angebot mit 28 Takes. Aber schauen wir mal, was sie wert ist und dann schauen wir weiter. Mary. Kommen fix so viele Basketball- und So-Spieler. Da oben rechts hast du den Wert stehen. 11,78 ist so zur ja, Zeit. Ja, nein, aber er zeigt mir mehrere Sachen an. Da musst du nämlich raussuchen. Kann ich dann noch irgendwas? Ah, Filter. Die Nummer Price unten eigentlich. Best Match, Clothing Shoes, Collectibles, Clothing Books. Eigentlich kannst du die Nummer von der Karte auch dazu eingeben. Ah, Pokémon Trading Card Game. Ja, aber ich sehe die Nummer nicht, weil ich... Ah, 47 Euro für die Rainbow. Und die ich habe... Okay, die ist nur 28. Ist das die ich habe? Ja, das müsste die gewesen sein eigentlich. Ja, die Rainbow ist 30 Euro wert. Uff, da wird sogar eine für 45 Euro. Okay, ja, gut, also bis zu 50 Euro. Genau, ja. Aber 28 Packs, das sind alleine schon über 120 Euro. Richtig, also nein, zahlt sich aus. Es stimmt ja fürs Spiel nicht, aber 29 Packs, soll ich das machen oder schauen, ob noch ein höheres Angebot da ist? Kannst du dir merken, das Angebot und dann ein Notfalls drauf zurückgreifen, ich wenn du sagst, nicht. Einfach auf meine Merkliste? Scheiße. Nein, ich glaube nicht. Aber der hat das vor 8 Minuten erst gepostet. Lass mal aktualisieren und dann schauen wir weiter. 28. Ja, immer noch das 29 Angebot von Serix K. 23, immer noch dasselbe Angebot, 26. Ja, ich glaube, ich werde das mit die 28 machen, oder? Ich glaube, es ist echt nicht dämlich. Das sind Yu-Gi-Oh! Karten noch, Alter. Ich dachte, ich habe keine mehr. Ja, ich finde mein teures Deck... 29 Farbenschock-Booster geholt mit einer Karte. Ja, schaue ich gleich. Oh, das sind Folien zum Transportieren, das ist schon mal sehr gut. Aber wo sind die jetzt hergekommen? Ja, nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn echt, ich zeig's dann, wenn du noch da bleibst, zeige ich dir später. Oder ich kann es ja jetzt mal herzeigen. Adresse wird nicht gesagt, sonst werde ich ausgeraubt. Ich habe ihn echt ein bisschen mehr Luck mit den Karten. Uff. Danke, Schatz, du bist der Beste. Sabrina hat meine teure Karte gefunden, weil sie einfach gesagt hat, oberste Lade. So wie typisch Frau, einfach so. Typisch oberste Mama, Lade. Typisch Mama. Sie spawnt einfach hin. Das Mewtwo ist Englisch. Ja, das ist auf das Mewtwo gleich ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen. Ja, aber es ist Englisch. Ja, es ist ja mir egal. Vor allem, ich glaube, wenn ich in Zukunft wieder Pokémon-Karten kaufe, beim Spielraum dann eh noch auf Englisch, weil die kannst du zu PSA schicken. Oder ich schick's die Deutsche und ich kaufe weiter Deutsch und schick's einfach in die deutsche Firma. Detective Pikachu gab's nur zum Film vor einem Jahr, wie er rauskam? Oder ist ja, zwei 9 Euro schon das Film? Stück. 9 Euro das Stück. Aber ja, zwei, aber warum, ich hab zwei von denen diesen aufgefallen. Wir hatten doch urviele noch. Ja, keine Ahnung, wo die alle hin sind. Ich glaube, Daniel hat die alle weggeschmissen, die restlichen Booster und so. 9 Euro für die eine Karte. Das, kannst du mich noch erinnern, bei Mackie gab's ja auch Pokémon-Karten. Ich weiß nicht, wo ich die hingegeben habe. Ja, das, ich habe alle noch gefunden, sind durchschnittlich 1 Euro wert, das Labras sind 10er. Warte, ja, na dann habe ich die eh bei meinen Karten einsortiert, dann sind die ja eh bei meinen Sachen dabei. Weißt du, das Problem, was ich halt habe, ich habe jetzt, ich weiß nicht, sieht man die kleine Cam Goldie, erkennt man, was ich daher zeige? Die Trainerbox. Ja, die ist voll mit Karten. Lol. Das sind nur meine Nicht-Holo-Karten. Ich habe diese Folien, wo du Karten eingeben kannst, einzeln. Ich habe jetzt einfach alles sortiert nach Farben, nach Rarität und ja, Farben und ja, Rarität. Ja, dadurch, dass ich damit spielen will, ich habe jetzt in meiner Mappe
Das Problem war nämlich, ich hatte zuerst alle in der Mappe und dann habe ich die Mappe an der Unterseite hochgehoben. Alles ist oben rausgefallen. Und jetzt habe ich nur noch die Standard-Holos in der Mappe. Ja. Also die was normal Arts haben und glänzen. Und die besonderen, so wie das Mautzinger und die Wii, habe ich alle in der, was die in der Minimap von Mewtwo. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts wirklich Besonderes mehr bei den Holos dabei. Oha, ich hatte den ich hatte das Urgute zur Namba Tag, ey. Aber machen wir mal Schwert und Schild fertig. Ja, mach mal auf. Ich mache jetzt ohne ziehen, ich mache jetzt nur noch öffnen auf eins. Ja. Zack, ja. Achso, du hast dann halbwegs schon weitergeschaut. Warum? Hast du umgeschalten? Ach so. Befehl vom Boss, tausche ein Pokémon auf der Bank deines Gegners gegen sein aktives Pokémon. Das ist nice. Verstehst du die Regeln von Thomas oder muss ich einmal ein Spiel spielen, dass du siehst, wie es funktioniert? Ich glaube, du musst ein Spiel spielen. Ein Volnona wie in Rainbow. Es ist aber ewig selbst erklärt. Oh mein Gott, okay, das ist aber hübsch. Das ist wirklich fesch. Das ist hübsch, das gefällt mir. Lass mal schauen. Lass mal knacken. Nein, das ist es nicht, das ist das, was nach rechts schaut. In echt ist das bis zu 30 Dollar. Oder hat man keine Nummer unten? Doch, hat man eh, aber ich erkenne das so schwer. 177, 192. Kriegst du langsam Hunger? Ja, dann koche ich gleich. Machen wir gleich alles. Uff. Schau mal auf den Stream, was dir in echt wert wäre. Oh mein Gott, Alter. Weil oben rechts hast du den durchschnittlichen Wert. Ja. Und da geht einfach mit 100 einer hin, Alter. Bist deppert, Alter. Vor allem, die ist nicht einmal in einem Top-Loader drinnen. Ah, wie kommt der auf 100? Ah, der lässt bieten, weil schau, du kannst ein Angebot machen. Ja. Lul. Ja, aber trotzdem. Auch arg. Gut, jetzt kommt Farbenschock, 29 Packs. Die ganzen Janemba, die sind ja gar nichts mehr wert. Nein, nicht Janemba, das ist Pokémon. Entschuldigung. Ich finde schade, dass es keine Hotkeys gibt zum Aufmachen von den Packs. Lol. Das Raikou ist aber auch hübsch. Das Raikou, ja. Oh mein Gott, das geht über den Bildrand hinaus. Ja, das meine ich, ja. Oha. Gut, Farbenschock, wir müssen schauen, dass der Farbenschock noch immer viel. 185 ist das. Da wäre morgen Frühling. Uff, das wäre 15 Euro wert. 15 Dollar in dem Fall, aber... Was? Okay, ich muss dann auch meine Pokémon-Karten hochladen. Verkaufe einfach die Dinger um 40, 55 Euro die Karte. Oh mein Gott, der Booster war gönn. Das Durengard okay, Remix ist nämlich der einzige war gönn. Was hat der für eine Nummer? 127, 185. Gut, mein Janemba Deck behalte ich. Das ist... LOL, eigentlich. Das Raikou ist mehr wert als das Durengard VMAX. Das Durengard ist 3 ja, Euro wert und das Raikou ist 15 oder 20 Euro wert. Ja, ich glaube, da geht es um, weil es alte Pokémon sind, viel langsam. Also, die Leute geiern da echt eher auf ja, so... Ja, der Stefan, der bei den letzten Streams Valheim und Call of Duty jetzt immer dabei war, ja. Der hat gemeint, ja, ich habe daheim noch so eine Box voll mit Karten liegen. LOL. Ist das shiny? Nein, das ist nicht. Na.
Oh, das ist aber auch hübsch. Monte Carlo 098,85. 9 Euro. Also 9 Dollar. Wirklich? Ah nein, das sind... Nein, 3. Weil er hat 3 zusammen, er hat alle 3 Alts gehabt. Okay, 3 Dollar ist jetzt auch nicht. Ich hätte fix das Wahre. Ah, Amazing Rare. Deshalb ist es so viel wert. Das Raikou ist eine Amazing Rare. Okay, okay, okay. Okay, also Faboshock ist bis jetzt der Booster, der mir am besten gefällt. Und von den Karten, die was dabei sind? Ja, nein, nicht einmal die Rare oder die Amazing Rares oder alle anderen. Aber ich find's cool, wie der Thomas lange noch im Chat steht. In der Oberland. Datenschutz. Ja, hey Mod, hau mal einen Bann raus. Okay, 10 Sekunden weg. Aber nur das eine. Nein, mach ich nicht. Ausnahmsweise, ausnahmsweise. Letzte Verwarnung. Habe ich dir schon gezeigt, ich habe vergessen, wie das ging. Ich glaube, es war Rufzeichen. Okay, die achte cool. Kugel sagt was. Ja, na, wenn du Rufzeichen 8-Ball eingibst, kannst du sagen, was soll ich, darf ich das essen? Weißt du, magische Miesmuschel ist das. Ah, oh, magischer Oberla, darf ich meine Karten verkaufen? Ich glaube, ich habe Bingo auch noch eingefügt. Lul. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Das habe ich mir noch nicht genau angeschaut, wie das mit Bingo geht. Das ist auch nichts wert. Das Coole ist bei diesem Tauschmarket, dass dir das Spiel nur die Tauschen. Du bist sexy. Ja, das ist auch hübsch. 3. Dass er dir bei dem Tauschmarkt nur die Tausche, also die Tauschgeschäfte anzeigt, die du mit deinen Karten machen kannst. Lol. Das ist cool, ja. Zerrut. Hey, das Commander habe ich. Oh mein Gott, ey, warum läuft das nicht in Wirklichkeit so? Ja, aber Zerrut wie habe ich im Spiel noch gar nicht, weil das ist erst rausgekommen, nachdem die Erweiterung da war. Das muss ich mir noch immer holen. Das habe ich immer noch nicht geholt. Und 022, 185. Das sieht aber cool aus. Ja, ein Beini! Auch 3 Dollar. Also ich glaube, dass die Wii allgemein 3 Dollar wert sind in den Scheinen. Oder sind alle Wii Scheine? Nein, alle sind glänzend zumindest. Ah ja, Goldi. Kennt man das? Er gönnt sich alles aus seinem eigenen Shop. Schau mal, ich hab den Pin am Kopf, ich hab die Kappe, ich hab den Bulli und die Flasche. Die Kappe holst du mir auch mal. Okay. Eier Merchandise gibt's auf Spreadshirt.com. Ah nein, ich hab die jetzt auch schon. Nicht Partnershop, ich glaube nicht. Die neuen Designs werde ich heute auch noch hochladen, glaube ich. Was? Neue Designs? Ich habe ein Glurak gezogen. Was? Ah ja. Ah ja, okay, wir brauchen Farmshow-Karten, Leute. Aber das ist vom Champion. Ja, vom... Relio? Nein. Relios. Was ist das für ein Booster, Alter? Oha, okay, gleich mal schauen, was das Klue kann. Also wert ist. Gleich mal hier. Hui Glas. 15. Oh. 15. 15 Euro? Dollar. Also 13 Euro. Ja. Circa. Dann schaut Alex zu, der weiß, der Gruß. Mhm.
Bier. Lull, Winddruck. Wenn dein Gegner 5 oder weniger Karten auseinander hat, hat diese Attacke keine Auswirkungen. Das heißt, ich kann den Gegner nur Schaden zufügen, wenn er Karten mehr hat. Okay, Farbenschock ist echt schön. Farbenschock ist wirklich. In welchem Pack könnte Farbenschock noch drinnen sein? Ballendienst, der Gieß. Ja, ja. Der Gong ist gestochen. Wer wird gestochen? Das ist Sabrina, Mann! Du musst kaufen. Urhübscher, der Xerneas im Holo. Oh mein fucking Gott. Togekiss V. Ich hab 6 Vs in den 10 Boostern, die ich bis jetzt habe. Ja, hab. Okay, ganz ehrlich. Schau mal, dass wir irgendwo an Farbenschock-Karten rankommen und Booster. Wenigstens nur Booster. Muss gar nicht so ein eures Set sein, es reicht unter Booster. Sind ja die urschönen Karten dabei, bitte. $5. Noch einmal das Gludag. Toll. Tausch nochmal, schau mal, jetzt hast du sicher so ein Gludag, das jemand sucht und dann kannst du sicher mal so. Ja, von Gludag habe ich jetzt die 2. Uff, wer bimmst du? Was ist ein Genesekt? Das kenne ich nicht. Das kenne ich auch nicht. Das sagt mir dann mal Mütze. Wenn der Stream heute um ist, bin ich wahrscheinlich Affiliate. Bist du auf was? Affiliate. Dann kannst du Bits schmeißen und du kriegst eigene Emojis und so. Wirklich? Ja. Weil ich bin jetzt auf 2,9 und aktuell schauen dem Stream 6 Leute zu. Ja, aber das mit den Bits habe ich nicht ganz verstanden. Was bringen sich Bits? Bits ist Bits werden im Chat hervorgehoben und 100 Bits sind 100 Cent. Ah, okay. Das heißt, wenn du mir 100 Bits cheerst, also jubelst für yeah, du hast eine tolle Karte gezogen, hier hast du 100 Bits. Kriegst du 1 Euro. Krieg ich 1 Euro dafür. Das ist nice. Dafür kosten, glaube ich, 2000 Bits irgendwie 4 Euro oder so, also es ist irgendwie eine komische Ranking. Also Es stimmt nicht ganz, du zahlst mehr, als du damit machst. Schon wieder du, okay. Wie. Noch ein Wie, Alter. Nochmal das Gludag, das dritte Mal und hier alle 3 sind Holo, Goldi. Alle 3 sind gezogen auf sind Holo. Okay, können wir bitte. Alle 3 Gludag, die ich jetzt in Farben, Schockschwert und Schildbooster gezogen habe, sind Holo. Können wir bitte Farbenschockbooster kaufen? Warte, heißt das Stream eigentlich schon richtig, weil ich habe die Info schon gechanged. Ich finde das so lustig, die letzte Entwicklung von Zwotronin schaut aus wie die Alge. Das wäre so eine Karte, die ich so gern hätte. Letzter Booster. Und dann tauschen wir den Booster wieder zusammen. Noch mehr Booster. Aber jetzt lass mal Gludag schauen. Ah nein, 1 war nicht Holo. Können wir schauen. Was das. Hast du dann vorher das Holo oder das Nicht-Holo nachgeschaut? Ich glaube das Holo. Okay. Es ist 0,25,185. Aber ich hab schon offen. Okay, das Holo ist $25 wert, oder? Okay, dann hast du vorher das Ding geil. Also das Holo ist $25 wert, wenn es in real wäre. Stell dir vor, du bummst, siehst du.
mein Android-Deck. Ich habe 2 SPR drinnen. Schauen wir mal. Gehen wir mal durch. Okay, also das Gludok, was ich habe, das schwarze, ja, fängt an bei $15, wobei es nicht ganz stimmt. 50, 60, 90, 200. Toll. Und es ist auch noch das Englische. Doch. Und das Mute muss ich auch noch schauen. SM228. Okay, das kann nix. Das geht weg. Das geht auch weg für 60 bis 80. Wirklich? Uff. Wer bimmst denn du? Ist das deiner? Ja. Lol, schick den Scheiß nach PSA und wenn du deine 10 zurückkommst, kriegst du für den Scheiß 3000 Euro. What the fuck? WTF. Das ist dieselbe Karte. Scheiß mich ein, schick den Fick nach. SM228 in ja, und ich hab's auch in Holo. Ja, das ist meine Karte. Schaut, lange noch hat eine Karte kostet 3000 Euro. Kritisch, oder? Kritisch. Na ja, okay, sie fängt dann bei 50 an, oder? Aber es ist eine PSA 10. Das heißt, du hast die besteste Bewertung. Ja, meine hat schon einen Knick, also das erzähle ich nicht mehr. Uff. Bin gerade ein bisschen hyped. Sollen wir zuerst Karttausch machen oder die Karten, die ich in echt habe, schauen, was die wert sind? Schau mal, was deine Karten wert sind. Okay, weil dann mache ich jetzt einen kurzen Setup-Change. Please stand by. Please hold the line. Wo ist mein... Super 17. Du Mutter Börder Heiz. Gut, brauche ich nicht. Surprise. Motherfucker. So. Nix. God. Schlaf der noch Schutz? Vom Schreien. Nächstes Deck durch. Okay, wie mache ich das jetzt am blödesten? Ich lege mal die Tastatur ein bisschen weg, das Essen kommt ein bisschen auf die Seite. Essen. Enter.
Er geht nicht ganz. Als erstes eine Bildschirmaufnahme von Inception. Lol, ich bin sowas von drauf. Ich bin's voll drauf. Der von früh ist mir aufgefallen. Was hast du? Du hast heute Frühdienst? Schlecht, warum bist du nicht da? Nein, morgen. Ich hab morgen 10.45 Uhr. Ja. So, wir jetzt haben dann am Dienstag aber wieder gemeinsam, das war früh. Ja, Dienstag bis Freitag habe ich 9 bis 17 und Donnerstag habe ich frei. Donnerstag? Ja. Und Donnerstag? Weil irgendwie am Mittwoch zu wenig Leute sonst da sind. Okay. Achso, ja, du wirst wahrscheinlich generell den freien Tag kriegen, wenn das Flo ja dann wegfällt. Ja, ich werde wahrscheinlich den Donnerstag als fixen freien Tag bekommen. Ja, safe sogar. Okay, second thing, wir brauchen noch ein Videoaufnahmegerät. Wir nehmen Videoaufnahmegerät 3 und du. Okay. Und machen das ein bisschen smaller. Schatzi. Inception, man kann mich zweimal sehen. Wow. Ja, mache ich gerade. Nimm den Snickers, du Diva. Tust du gerade Essen kochen, mir beim Stream zuschauen und mitlabern? Yep. Brav. Okay, ich muss das Phone. So, und jetzt wollen wir aber noch. Jetzt müssen wir theoretisch noch die Cam. So stimmt's, oder? So schaut gut aus. Kannst du mit der Handycam ein bisschen mehr zoomen, weil ich vermute fast, dass man fast die Karten nicht sehen wird, weil es noch zu weit weg ist. Besser? Ja. Ich überlege gerade, wie ich am blödesten hin tue. Ja, na, zoomen kann ich sowieso, das ist kein Problem, aber ich überlege es nur, wo ich am blödesten hin tue, weil. Ah, es ist ja verkehrt herum, oder? Stimmt, es ist spiegelverkehrt dann jetzt, also Kopf über für uns. Na, entweder du drehst es ja, so. Ja, das müsste ich machen können. Eigentlich so, oder? Weil so. Ja, so ist okay. Sieht man auch was? Oh mein Gott, das ist so komisch so. Ich denke, du bist Linkshänder, aber dann doch nicht auf dem anderen Bild. Ja, na, weil es jetzt. Ja, aber ja. Warte, dann change ich das wieder, weil ich kann ja. So stimmt's jetzt. Ja, so stimmt's, ja. Ja, aber da sieht man die Karten trotzdem beschissen. Wie mache ich das, dass ich im Bildschirm gut herzeigen kann und man die. Ah, jetzt habe ich's. Wir machen den hier. Wir machen. Den hier. Machen den hier. Machen wir das so. Okay, ich muss kurz umbauen. Please stand by.
Goldi? So, alle, die noch da sind, sollte man jetzt eigentlich alles gut sehen und... Okay, easy. Bisschen höher machen wir die Kamera dann noch. Naja, dann fangen wir mal an mit der guten Mappe. Hallo? Ja? Gefällt dir das? Ach, fuck, warte. Das ist arg, oder? Habe ich das gut hinbekommen? Das ist top, top. Das ist fast Trimax, oder? Das ist, ja, das ist schon Konkurrenz. Besser aus schon durch schon einmal, also 50% vom Zuschauerklick kann ich schon haben. Du musst machen das genau so mit den Karten, wie ich so Zettel rausreißen und Preise draufschreiben. What? Also du meinst, dass du weißt, welche Preise die Dinger wert sind? Genau. Ja, ich habe jetzt leider nur eine Mediamarktrechnung da, also ich habe nicht mal was, wo ich Preise da aufschreiben kann. Was schaust du so? Schau mich mein Hundertepper an. Aber lasst mich, ich würde es dir jetzt urgern zeigen, aber er sitzt einfach da daneben und schaut nur blöd. Warte. Ich kann es sogar ein bisschen herzeigen. Da, er sitzt genau neben. So, schau. Er schaut die ganze Zeit mich so an. Sitzt einfach mal. Was machst du da? Lass mich mitmachen. Hast du Spiele auf dein Handy? Darf ich Spiele auf dem Handy spielen? Boah, diese kleine Kiste. Ich hab mich gerissen. Ist dir gerade umgefallen? Sie oder der Kleine? Der Kleine. Sie oder der Kleine? Sie oder der Kleine? Du. So. Sind wir ready? Ist dir auf einmal umgefallen oder? Ist auf einmal umgefallen, oder? Okay, dann machen wir jetzt einfach, weißt du, was wir jetzt machen? Ich mach da noch auf dem zweiten Bildschirm. Uff. Ich habe jetzt WhatsApp noch nebenbei aufgemacht. Und ich schreibe dir einfach immer Gold, Mautzinger, Hulo und
Also. So, alles wieder Gucci. Geht's dem Kleinen gut? Ja, ja. Ich hoffe jetzt wieder nicht irgendwie so ein Dulli, wenn ihr versteht, was ich meine. Schmeckt's, Charlie? Also die war, was wir so schnell geschaut haben, bei 80 oder so, was ich mich erinnern kann. Ja, na dann machen wir mal einen kurzen Checkup online. Warte, aber ich mache noch was anderes. Scheiß drauf. Heute ist Valentinstag, heute machen wir alles, was du willst, Schatz. Heute machen wir alles, was du willst. Ja. Nur weil du mein Geschenk gekauft hast. Aber es waren keine Pokémon-Karten. Nein, passt schon. Vor allem, es war nicht die Pokémon-Karte. Das stimmt, es war einfach nicht die Pokémon, also nur Base. Die ist halt echt schön, diese Gold Rare. Die taugt mir wirklich sieht gut. Mir gefallen diese Gold Rares. Echt gut. Ja, 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 man sieht es echt, echt gut. Ohne es bewegt, sieht man es eigentlich flackern schon. So, diese, so diesen Goldstaub oder wie man es ja, sagt. Ja, das meine ich. Wenn du es bewegst, das ist so arg. Und wenn du es ein bisschen anhebst. Schau, jetzt schaut sie ganz normal aus. Rico, geh weg. Das ist der Keks vom Kleinen. Uff. Schau mal, Goldi. Oha, oha, oha. Und von der anderen Seite einfach kein Holo mehr. Ja, stimmt, stimmt. Das ist halt nur diese Goldstaub-Dinger. Okay, ich habe noch was vergessen. Wir müssen ja noch was einbauen. Die Bildschirmaufnahme 2 muss noch geändert werden. Die kommt ganz nach vorne. Kann man das irgendwie erkennen, was da steht auf der Internetseite? Na, kaum. Aber das ist ja wurscht, wenn du irgendwas ziehen solltest, was urarg wert ist. Einfach größer stellen, so, schaut's her, fertig. Okay, nein, wenn man das offen hat, dann sieht man das schon gut. Also, das einzige Problem ist halt, mein Tisch ist nicht so stabil, das heißt, die Kamera wackelt halt die ganze Zeit. Das ist halt echt das einzige wirkliche Trouble, was ich habe. Was haben wir da für eine Nummer? Die 205-192. Auf eBay geht die los mit $50. Ich kann noch was machen. Ja, stimmt. So, was sagt Card Mavin dazu? Ich kann es wegen dem Schimmern gar nicht einmal gescheit lesen, Alter. Da gibt es so viel. Schmeckt der Keks, Robin? Okay, also der Grube erzählt Scheiße. Wir fangen an bei 22 Euro. Okay. Und Höchstgebot liegt bei 58. Okay, PSA 10, 170 Euro. Schau mal, Card Market, was die Leute so privat verkaufen? Zwischen 20 und 30 Dollar. Okay. Also man kann sagen 30 Euro höchstens. Aber ist trotzdem was. Ja, ja, eh. Wenn ich überlege, dass das Mute einfach mal 3000 Euro weggeht. Ja. Ja. Also, an deiner Stelle würde ich das Mute echt wegschicken zu PSA, aber allerdings ist es 8 Monate Wartezeit der PSA. Kannst du in die deutsche Firma schicken, zur deutschen Firma, aber. Ich hab vergessen, wie die heißt, muss ich ehrlich gestehen auch. Oh, die ist bei 2 Euro, das Stück. So,
So, Lapras 203, 202. Rainbow Lapras auch um die $30, $40, $1,003. Okay, also Lapras würde ich auch unter die $30 bis $40 Schiene schieben, mit PSA 9 auf $45, PSA 10. Ich glaube, das Lapras würde ich mir sogar abnehmen, wenn ich flüssig bin. Das Rainbow Lapras? Ja, ich bin 30er. Also zwischen $30 und $50 bin ich aktuell, also kann man auch sagen, 40, sagen wir. Rainbow Lapras 40 €. Special Rare. Uff, tatsächlich 100 €, Alter. Die Karte. Aber ich stelle sie, glaube ich, mal für 110 rauf. Meine Karte, die kostet einfach mal so 100, 100, 200, ein paar Leute. 800 €, okay, da übertreibt einer. Lul. Das nächste ist Lapras, aber in normal. Das ist die 050 202, also die gehört ins Set dazu, das ist keine besondere. Uff. Die startet bei 7, aber es gibt Leute, die hauen sie raus für 40. Also ein 10er kann man sagen, ja, 10, 15, 9, 9, 5, 8, 5, 90, 7, 4, 85, 12. Gut, also Lapras VMAX normal 10 €. So, bei Dragon Ball bin ich durch. Halb zumindest. Ich hebe als Mute für den Schluss auf und schau dann noch. Also das Mute interessiert mich auch, muss ich ehrlich gestehen. Ja, das glaube ich, werde ich aber weder wegschicken noch sonst irgendwas. Ich glaube, das wird genau da bleiben. Nicht mehr zu PSA, also ich, sowas würde ich echt zu PSA schicken. Damit habe ich halt nicht gerechnet, dass sowas passiert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also stell dir vor, der verkauft mit um 3000, lol. Das ist What ein Gebot gewesen. Das ist ja das, also das ist, keine Ahnung. Oder hat das vielleicht einen Druckfehler gehabt oder so, einen Orgen seltenen oder so? Nein. Das ist noch das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Interlieren geht weg zwischen $15 und $20, also würde ich 15 € schreiben. Jetzt kommt die Trainerin. Forschung des Professors. Lege deine Handkarten auf deinen Ablagestapel und ziehe 7 Karten. Das ist halt einfach so eine heftige Karte. Das ist 201, 202. Lul, das ist die letzte Karte aus dem Normal. Geht auch. Uff, wait a second. Okay, in PSA 10 geht's jetzt rauf auf $30, sonst sind's 10. Oh. Uff, in Deutsch geht's hier auf 20 rauf. Wirklich? Die sind Deutsch da als in Englisch. Und in teilweise PSA 10 geht's jetzt rauf bis auf 50. Gut, also die würde ich mit 20 einordnen. Also hat sie im Fernseher in einer Serie gesagt, Katzi, also ich hoffe schon. Katzi hat sie die ganze Katze gesagt, aber scheiße im Fernseher. Also ich sagte, Pokémon-Karten sind halt schon krank was wert eigentlich, obwohl sie relativ neu sind in den Sets. Mhm. Und ich glaube, es zahlt sich echt aus, wenn du sagst, du willst nur sammeln oder so, dass du echt in Pokémon investierst und nicht in ein anderes. Ja, also Pokémon-Karten investieren. Was ich mir denke, so... Ich habe geschaut, du kriegst auf Amazon keine Toploader mehr. Alles ausverkauft. Ja, eh, wahrscheinlich, weil die ganzen Leute... Dasselbe machen. Genau. Kannst du schauen, Spielraum Maximum. Die werden auch keine mehr haben. Lol, das geht für $4. Uff, das ist ja gar nichts wert. Beziehungsweise, wenn du einen Pokémon-Karten kaufst, echt
keine einzelnen Buße, wie ich Displays hernimmst oder eben solche Special Sets oder so. Ja, ja, gerade das mit dem Mewtwo war halt echt ein mehr so ein, ich wollte mit Tin haben, also die zwei Karten sind halt die einzigen englischen, die ich habe, aber die geben halt ordentlich Gas, Alter. Nice. So, ja, Dragon Ball bin ich durch. Das kann ich eigentlich schon wegpacken. Das Glurukat SM226. Ah, lol, das habe ich eh gesagt. Um 50er geht das Glurukat weg, oder? Ja. Gut, wobei das sind eBay Ads mit 270 für PSA 10. Aber gut, das Glurukat stufe ich mit 50 ein. Das geht locker. Glurak, Englisch, weil es ist das, nämlich nicht das richtige Glurak, sondern es ist das blöse Glurak. Das von, das Klon. Glurak, Englisch, Klon, 50. Soll ich das Mewtwo jetzt schon machen oder noch? Bist du durch mit allen anderen? Nein. Aber die jetzt kommen, sind nur noch wie. Also von der Rarity nicht mehr wirklich was wert. Ja, und Detective Pikachu hätte ich auch noch. Der Rest sind Wii-Karten, also 2-3 Dollar. Wobei der Thomas hat ja gesagt, bei Zaken und Zamazenta ist auch was wert. Uns schauen, ja. Zaken und Zamazenta werde ich mir dann noch anschauen. Das ist für 45. Also Pikachu, Detektiv Pikachu geht weg zwischen 3 und 15 Dollar. Und sealed, also noch original verpackt, geht's weg für 20 Dollar. Und normal geht's weg für 3 Dollar, 10 Dollar. Uff, und in SA 10 geht's weg für 120. Urkomische Preisgestaltung. Aber gut. Jetzt kommt Mewtwo, weil jetzt bin ich eigentlich fertig. SM228. Goldi. Ja. PSA 9. 303. Und Durchschnittswert, warte, ich mach's im Stream kurz größer. Schau mal auf den Durchschnittswert. Der Shining Fates ist jetzt schon fast ausverkauft, schon wieder. Wer also, da müssen wir echt schnell sein. Das neue Set, was rauskommt. Das Lustige ist halt, die Preise gehen von einem Dollar bis 1500 Dollar. Also ich kann Glurak mit dem Mewtwo zusammen für 100 Euro verkaufen. Crazy fucking shit. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich den Durchschnittswert her und zeige 80 Euro fürs Mewtwo. Würde ich einmal ja sagen. Vor allem es ist Englisch auch noch. Aber 80 Euro klingt plausibel. Das ist lustig, meine wertvollste Karte ist nicht aus den Boostern, die wir bis jetzt gezogen haben. Eine Promokarte. Ja. Na dann, würde ich mal sagen, wir gehen mal Karten tauschen im Trading Card Game. Was jetzt schon wieder? Du gehst weg. Die will ich mal auf Deutsch haben wahrscheinlich. 15. Nice.
UFO gehen. Nein, weißt du, was ich vorher mache? Ah. Ich muss mal schauen. Ja. So. Das Handy wird urheiß, wenn ich das Licht und die Kamera laufen habe. Bist du deppert? Warte, Cardmarket geht mir so auf die Nerven mit Pokémon-Karten. Ja, na dann geh Cardmaven, das ist super. Ja, mach ich auch gerade. Englisch eingeben. Na, gib die Nummern ein. Mit denen findet das automatisch. Nein, Cardmarket muss es dann auf Englisch eingeben. Dann machen wir 5 Euro. Wollen wir nicht so sein. Fünfer. Fünfer. Choreo. Ah, fuck you. Bitte wieder den Fokus hier einschalten. Dankeschön. So, dann können wir die Pokémon-Karten mal auf die Seite legen, nachdem wir jetzt wissen, dass ich alleine bei meinen Rares. Ich zähle es nochmal zusammen. 30 Mautzinger, 40 Lapras sind 70, Lapras sind 10 sind 80, Interleon sind 15 sind 95, sind 115, sind 165, sind 245 nur für die Karten in meiner Rarebox, ausgenommen den V-Pokémon. Ah, Zacian haben wir nicht nachgeschaut. Upsi, pupsi. Ich hab das wahnsinnig. Hoffentlich. So, jetzt werden auch noch die Wies. Geh auf die Rares durch. 30. Wirklich? Ja. Goldie, ich habe zu viele Karten. Okay, also das Zamazenta sowie das Zacken sind jeweils 3 Dollar wert. Jawohl. Außer in PSA 10, da geht's rauf bis auf 90. Also die. Ja, die Wii-Karten sind alle nur 3 Dollar wert, wobei ich da auch nochmal 10 Karten habe, das heißt, das sind auch wieder 30 Dollar. Das heißt, ich bin aktuell bei 280 oder so nur in dieser, weißt du, in meinem kleinen Mappchen.
Ja. Naja, dann machen wir jetzt noch das, was ich vorher fertig machen wollte. Da gehen wir her und machen das Spreadshirt. Gehen auf den Show. Ich hab's Frühstück bestellt, genau wieder. Aber Ding. Ist egal, die Insel liegt bestellt und das sah unlecker aus. Aber wir müssen. Nee. Ich hab schon Hunger. Ihr wart fertig. Ich hab auch nicht vor. Ja. Muss nur Tag vorbestellen, nicht vergessen. Ja, schön. Nein. Ach Gott. Geh mal wieder vor. Der ist für ein Euro. Oh, hoppala. Mag das nicht. Ich muss weiter kochen. Warte, den schneide ich noch raus. Komm her. Ja. Sieh. Du kannst mich wieder nicht hochziehen, Schatz. Ich würde das Masse mit aufschaffen. Okay. Ja. Warte, kochen. Gibt's Essen am unteren Hochstuhl? Was willst du für 40 kaufen, Thomas? Das ist ein Labras. Und vorher noch, weil ich schaue jetzt gerade auf die Kommentare. Ja, sorry. Ich hab's auch gesehen. Was will er für 40 kaufen? Was kaufst du, Thomas? Was willst du kaufen? Ich habe alles. Ich kann dir alles verkaufen. Duraspaces. Nein, sowas habe ich leider nicht. Nein, hat man nicht. Das Vogel und zahlt sich, finde ich, echt aus. Halt nicht, wenn du einzelne Booster kaufst, sondern finde ich mehr so, wenn du es selbst kaufst. Das macht so richtig. Die Gogo-Karte will er kaufen. Welche Gogo-Karte? Die stelle ich genau für 120 rein oder 110. 40 Euro. 40 Euro darf ich nochmal anschauen bei mir. Er kriegt dafür 100. Für 100 kriegt er da. Kriegt dann. Booster frisch. Immer in einer Hülle. Ich hab's geschaut. Das ist mindestens eine Mint. Ich werde sogar das Mint reinstellen. Dankeschön. Achtung. Ein guter Junge. Er ist ein guter Junge. Dann verkaufe ich ihn für 200. Hat der Thomas gerade geschrieben. Ja, no chance, schaut den Card Market oder so. Da gibt es ja jemanden, der bringt zum 800 verkaufen. Ich stelle es mal zu 110 rein. Also, dass nochmal alle wissen, ich stelle es nochmal rein. Neues Logo ist schon verfügbar im Shop. Kann man schon kaufen. Kann man schon Geld machen. Ja, ist schon hübsch. Kann man schon haben, Alter. Schaut schon urgut aus. Knickknack. Ist schon richtig sexy. Na gut, ich lasse den Hund den so liebevoll und überhaupt nicht störenden kurz raus und dann tun wir einmal ein Pokémon-Kartenspiel spielen, damit der Thomas weiß, wie das ausschaut. Träne herausfordern. Ja, voll. Sucht euch dabei ein Deck aus, was ich spielen soll. Groudon, Dragoran, Kyogre. Gibt's zur Auswahl. Dragoran. Gerne in den Chat reinschreiben. Das ist mit euch. Mach Abstimmung dann. Mach mal einfach Rufzeichen 8 Ball. Uff, ich hab Tabulatoren. Das war 8 Ball. Ein Ball. Are you kidding? Okay, Entschuldigung. Are you kidding? Ich will
Bogenkarten. Also kein Einfluss, wenn es diese Karte kein Einfluss sind, wenn es ein Stats, aber Shining Trades ist noch nicht mal draußen, der hat schon was überhaupt gekauft. Botzen alles. So, das kommt mal kurz weg. Ich habe nur so. Daher. Daher. Ja, richtig, aber es ist jetzt schon fast ausverkauft. Wenn mit Glück Bespielung, aber ich habe leider nicht frei. Was heißt Socke? Das heißt so. Stimmt. Smith-Dot haben wir vergessen, weil Smith-Dot ist, stimmt, das ist so, die meisten fahren eben genauso solchen Händler, das ist meistens ausverkauft. Smith-Dot können wir echt mit Glück haben, 19. Nur die werden, ich weiß nicht, ob sie das pünktlich zum Release rausstellen, wenn nicht sogar vorher. Da müssen wir mal beobachten. Aber stimmt, Smith-Dot habe ich vergessen die ganze Zeit. Die ganze Zeit mit dem Spieler und Spielraum. War der Boxer richtig? Ja, Heinz eher weniger. Heinz würde ich eher weniger machen, weil die haben noch weniger Ahnung. Das ist eher so die Spendaren verteilen, was die Leute wollen. Zumindest das können wir machen, wir können mal fragen gehen, ob die da schon was wissen, ob sie rechtzeitig kriegen oder was auch immer. Ob man reserviert kann, weiß ich nicht. Wer muss jetzt Sabrina mich sponsern? Das schaut sich ja noch böse. Ja, stimmt, die gelbe Wiese. Stimmt. Der Scheiß dampft auf deinen Fingern, Alter.
Ja, schon zu sonst nicht sponsern. Ja, okay. Aber ja, wir können zum Heinz schauen, ja, da könnt ihr Booster holen. Laut Max hat es ja geheißen, dass die Samstaglieferungen bekommen alle irgendwie. Aber wie wahr diese Information ist, keine Ahnung. Ah, hoppala. Nein, habe ich nicht, aber ich kriege es vom Herzen immer. Alles gut, dann. Ah, lol, ich habe den Wecker vergessen. Schau mal, der letzte 15 Minuten Wecker fürs Fleisch. Ja, ich kann es eigentlich nicht mehr draußen machen. Fertig. Ja, jetzt wird dunkel, dann ist fertig. Ich esse mit einer Peach ein Tiramisu. Valentinstag-Sponsoring, gib her. Lass Valentinstag-Sponsoring. Nein, ich habe ein Zippo geschenkt bekommen. Ich bin keine Pokémon-Karte mehr. Was hast du geschenkt bekommen? Ein Zippo. Das nächste in der Sammlung. Ich wollte gerade sagen, hast du ja schon ein, zwei. Ich habe einen. Sieben. Ich kann's. Wo habe ich einen guten. Ich bin. Alter, schau dir den Stream an. Ich stehe auf dem Kopf. Hilfe! Ich habe so ein schönes. Na, das ist ein Grafen. Ich habe so ein hübsches Glas bekommen mit, wie schön, dass es dich gibt. Und habe mir da gerade einen sprudelnden Apfelsaft eingefüllt. Geil. Das ist gar kein Apfelsaft. Schaut aus wie Bier, aber gut, nennen wir es Apfelsaft. Ach so. Uff, ich bin wieder am Kopf. Ich esse mit einem. So, haben wir jetzt schon eine Entscheidung, welches Team wir spielen? Ich habe nicht eine Nachricht im Chat, die mir sagt, welches Team wir spielen. Ich habe Drago angenommen. Ja, aber du hast das nicht reingeschrieben. Ach so. Hast du den Thomas dann eigentlich kurz gebannt für den. Nein, ich habe ihn eigentlich verwandelt ausgesprochen. Das nächste Mal kriegt er 10 Sekunden. Du hast mit ihm außerhalb gesprochen und das geklärt. Genau. Dass er das unterlassen soll. Ja. Mit Namen reinschreibt. Nein. Also Dragoran spielen wir. Na gut. Ja. Dann gehen wir mal auf Gold und schauen, wenn ich mit Dragoran noch nicht geschlagen habe. Den Miki. Ja? Spielen wir gegen einen Miki. Kannst du mal zuschauen, Miki, Thomas? Miki. Ich tu, der Rosenkohl ist sowas Leckeres. Ich verstehe nicht, was die machen. Brokkoli ist sehr gerne, aber Rosenkohl die. Also Thomas. Und die mag kein Rosenkohl. Du hast Handkarten, das sind diese Karten hier unten. Alles, was du in der Hand hast. Du hast 60 Karten in deinem Deck. Du darfst in dem ersten Zug 7 Karten ziehen. So, ich mute mich nur, ich esse was, ja? Mahlzeit. Danke. Du sollst den Thomas bannen. Du hast ein aktives Feld, das ist hier in der Mitte. Und du hast unten deine Bank. Das ist sowas wie deine Reserve-Pokémon. Also so wie wenn du 6 Pokémon spielst, hast du 1 am Feld und 5 auf der Bank. Es gibt GX Tag Teams.
Und es gibt Trainerkarten, die sind entweder Unterstützer oder es gibt Itemkarten, die halt, weiß ich nicht, Vergiftung oder so wegmachen. Dein Ziel ist es, alle deine 6 Preiskarten auf die Hand zu nehmen. Um eine Preiskarte auf die Hand nehmen zu können, gibt es entweder Effekte von Monstern oder wenn dein Gegner das Monster zerstörst, darfst du sozusagen eine von deinen Preiskarten auf die Hand nehmen. Deine Preiskarten sind gleichzeitig aber auch Karten aus deinem Deck. Das heißt, wenn du ein Deck spielst, wo eine Karte nur einmal vorhanden ist, kann es dir passieren, dass du diese Karte in 46 Karten nicht ziehst, weil sie unter deinen 6 Preiskarten gemischt wird. Wenn du eine deiner Preiskarten ziehst, kannst du die Preiskarte aber auch als Karte auf dem Spielfeld verwenden. Du kannst pro Zug eine Energie an einem Pokémon auf deiner Seite anlegen, egal ob es aktiv ist oder auf deiner Bank. Auf dem Pokémon steht drauf, welche Energie du brauchst, um die Attacken, die es beherrscht oder die Fähigkeiten, die es beherrscht, einzusetzen. Ich brauche jetzt zum Beispiel für donnernden Wind 2 universale Energie, kann man sagen, also neutrale Energie. Das ist wurscht, ob ich jetzt 2 Wasser, 2 Blitz etc. drauf lege. Dadurch, dass ich aber für die nächste Attacke 2 Blitz und 1 normale Energie brauche, ist es schlau von Haus aus, mit den Energien für die nächste Attacke dann schon sozusagen vorzusparen, weil ich ja nur jede Runde eine Energie anlegen kann. Das heißt, ich brauche mindestens 3 Runden, um den tosenden Donner einzusetzen. Ich könnte mich jetzt nur zurückziehen, weil ich eine Energie angelegt habe, um das Pokémon von aktiver Position auf Bankposition zu ändern. Ich muss aber immer ein aktives Pokémon haben. Heißt, wenn ich einmal vergesse, auf die Bank Pokémon zu legen und mein aktives Pokémon wird zerstört, also besiegt, dann habe ich automatisch verloren, weil ich kein aktives Pokémon mehr einsetzen kann. Natürlich auch hier gilt, Wasser effektiv gegen Feuer, Feuer effektiv gegen Blatt, Blitz effektiv gegen Wasser und so weiter. Es macht natürlich Sinn, wenn du alle Pokémon, die du in deiner Hand hast, weil du dann Pokémon immer hast, dass wenn dein Pokémon zerstört wird, dass es da ist. Problem ist nur, okay, ich lege jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Pokémon hin. Und dann kommt ein Pokémon, das ich aber eigentlich gerne spielen würde oder auf der Bank haben möchte. Und die Bank ist aber voll. Es gibt eigentlich fast keinen Weg, die Bank leer zu machen, außer dass ein Pokémon stirbt. Oder wenn du eine Karte hast, nimm dein aktives Pokémon in deine Hand. Ja. Du kannst pro Zug nur eine Unterstützerkarte spielen. Genauso wie du pro Zug nur eine Energie anlegen kannst. Es ist gut, wenn du immer dann denkst, direkt eine Energie abzulegen an den Pokémon, weil man das schnell vergisst. Ich kann Donnernder Wind einsetzen und Donnernder Wind weil Boreos, also sein Counter-Pokémon, auch in meinem ein Item, zeig einem Gegner ein Pokémon hast du. Ich habe kein Pokémon auf meiner Hand, also kann ich mir das hinstellen. Zieh mal deine Karte zurück. Und kann jetzt schon mein Dratini in deine als nächstes werde ich mal Energie hier aufladen und dann gleich wieder mit kurze Pause. Musik.
So, ich bin wieder da. Im Twitch-Chat ist das Link zum Spiel. Du kannst aus dem Handy geht es leider nicht, also auf dem iPhone geht es leider nicht. Auf dem iPad geht es, am PC geht es und auf allen Samsung- und Android-Handys. Dann werde ich jetzt mal hier noch eine Masse energie. Jetzt wechsle ich ein Pokémon in meiner Hand für den Pokémon-Deck. Ich werde hier natürlich den Dragonite schnappen. Und werde meinen Dragonite direkt zu jetzt noch vier Preiskarten hatte, habe ich gerade gewonnen, weil er keine Pokémon mehr auf seiner Bank hat. Das heißt, wie im Spiel, er wurde kampfunfähig und ist immun. Ah, ich habe vergessen, Lugia hätte ich auch noch gehabt zum Spielen. Warum nicht? Ah nein, dann habe ich Mänster gekauft. Ja, dann spielen wir doch mal mit Lugia gegen Ella. Pokémon ist ur-easy. Das Schwierige kommt dann bei Tag Teams oder GX-Monstern. Du hast hier oben die GX-Marke. Du darfst pro Spiel, nicht pro Spielzug, sondern pro Spiel, nur ein GX-Team verwenden, also ein Tag Team. Wenn du das tust, musst du ein GX-Team verwenden, kannst du diesen Zug auch verwenden. Wenn der Gegner dein GX-Monster zerstört, das natürlich sehr viel KP hat, weil es zwei Monster sind. Wenn er dein Monster zerstört, darf er zwei von seinen Preiskarten nehmen. Wenn du allerdings ein Monster des Gegners mit deinem Jax-Monster zerstörst, hast du auch zwei Preiskarten nehmen. Abhängig davon, welches Jax-Monster du hast. Wir holen uns mal Lugia. So, es gibt alle. Dann nehmen wir Lapras. Nehmen wir hier. Dann. Ja, greif mal da mal an mit. Oh lol, ich bin in die. Er hat jetzt zum Beispiel innerhalb von 2 Zügen 3 Energie auf seinen Monster gelegt, weil er eine doppelfarblose Energie hat. Das heißt, er bekommt 2 Energie zusätzlich und nur eine. Solange das passiert, schade. Thomas hängt den Stream.
eigentlich alles gut. Okay, danke, Goldie. Geht gleich weiter. Ist halt mit Voltolos und Boreos selbst zerstört. Dadurch, dass sich die zwei gegenseitig pushen, ziemlich nice. Ich bräuchte Energie kaum. Ich brauche Energiekarten. Das kann ich gar nichts machen. Fun Fact, wenn du keine Energie hast. Also du überlebst dann auch, aber du hast nichts mehr. Ja. Das gibt's ja jetzt. Das kann's ja nicht sein. Das werde ich einfach verlieren, weil ich nichts ziehe.
das ist zum Beispiel, es gibt halt so Fähigkeiten wie das von Dragoran. Wie gesagt, das Dragoran-Deck ist halt echt overpowered. Aber es gibt so Fähigkeiten wie das Dragoran, dass halt einfach jede Runde eine Blitz- und eine Wasserenergie an ein beliebiges Pokémon anlegen kann. Das heißt, ich kann jede Runde drei Energien anlegen. Das heißt, sobald das Dragoran am Feld ist, habe ich 160 KP und eine direkte Attack mit 170. Ich muss halt jedes Mal wieder drei Energien anlegen, aber das kann ich automatisch, weil ich einem Zug drei Energien anlegen kann. Die Animationen sind halt auch echt cool. Achso, lol, ich muss halt die Energie ablegen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ja. Ist ja mal nicht so gut gelaufen mit Lugia. Nein, Lugia-Deck ist Urshit. Aber das habe ich mir als Structure-Deck damals gekauft. Aber es ist Urkacke. Uff. Geh auf da, du Snickers. Ja. Das Dragon ist echt okay. Ja. Von Dragon. Ja, nur die Fähigkeit mit der Energie von der Hand. Da kann ich schon wieder machen. Morgen ist Tag. Fahre ich wieder nach hinten.
Oh, ein Fifian. Ich werde nicht angegriffen. Jetzt muss ich dann spazieren gehen bei der Eisenskälten. Ja, ich kann nicht. Warte, ich muss die Musik leiser machen, das ist bitte leiser. Ich muss das Handy weiter wegklicken, oder? Mhm. Stell am Balkontisch. Ja, nein, warte, muss ich. Aber ich kann das Handy einfach wieder näher nehmen, nein, so nein, jetzt. Alles gut, ich mach die Musik einfach leiser. Die ist eh zu laut. Uff, wait a second. Vielleicht kann man doch wir können gegeneinander spielen. Uff. Lol, macht's mal, das möchte ich noch sehen, bitte. Ja, so lade runter und wir spielen gegeneinander. Mit Thomas halt. Thomas, bist du noch da? Ich glaube, der ist nicht mehr da. Ja, zumindest noch was geschrieben. Ja, aber das ist schon länger her, das war um. Ich habe übrigens letztens wieder nachgeschaut. Lol, jetzt kackt der Mystream auch ab. Jetzt da. 842 yeah. Nachrichten hast du schon geschrieben. Es liegt aber nicht an mir. Er zeigt mir nämlich keine Framedrops an. Nein, nein, es liegt bei mir, weil bei mir ist genau, sobald ich am Balkon gehe, egal ob die Tür zu oder offen ist, ist das WLAN einfach tschüss. Er sagt aber, okay, ich will nicht mehr, es ist zu kalt. Ja, weißt schon. Ja, nein, weil das ist genau die Tür, die Grenze. Ich hatte in den letzten 2,5 Stunden 200 Frame Drops. Also so, weißt du, so durch zwischendurch einfach so Lags. Ja, ja. Und 200 Frame Drops finde ich jetzt nicht schlimm, das ist einfach so. Ist nicht arg, nein. Cutscenes, aber das ist normal. So wie wenn ich zum Beispiel Fenster umschalte oder Spiel öffne, ist das normal. Richtig. Warte, ich hab von ihm. Okay, nein. Ist gut. Ja, na dann mache ich jetzt noch ein paar Tauschgeschäfte. Okay, ja, Thomas wäre noch da. Ich muss eigentlich auch spazieren gehen und dann spielt es einfach später oder so. Oder wir zocken am Abend irgendwas auf der PS5. Ich erhalte andere Anzahl übernehmen. Ne, ich werde dann später wieder in Valheim reingucken. Achso, mit Alex. Wahrscheinlich. Jetzt kannst du es ja streamen, gell? Ich kann spielen. Dann weißt du, was ich am Abend mache. Uff, schimmernde Legenden gehe ich ein Pack, schau mal. Für Victini? Ja. Und wie viel hast du? Eines hast du? Nee, für ein Pack? Nein, nein, würde ich nicht machen. Schwert- und Schild-Farbenschock für 2 von meinen 5 Zakians. 7 Farbenschock-Packs. Das zahlt sich aus. 7, ja, 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 ja. 2 will er haben. 2 für 8 Farbenschockpacks. Der will 2 für 7 Farbenschockpacks. Dann nehme ich 8 und reiße noch auf. Okay, das gebe ich ihm nicht. Da gehe ich für eine 7. Für 9? Was war das für 9? Der Interleon? Ja, das war das Rainbow Interleon, das gebe ich nicht her. Okay. Da. Ja, dann macht das mit der 7. Das da unten mit der 7 klingt ganz gut. Ja, ja. Ein ja. Zackchen wie für 7 Farbenschock. Und wieso kann ich jetzt nicht updaten? Ja, aber hat schon das Sandpunkt da schon. Für ein Schwert und Schild. Nein. Lol. Ah, ich kann nach Farbenschock direkt suchen. Ja, das ist eh das aktuellste. Und Weg des Champs suche ich. Uff, Weg. James wäre arg. Schau mal, ob jemand was weg des James gehen möchte, weil da ist das arge Glurig drin. Da, der will 7-6 Farbenschock gegen 3 weg des James. Uff. Machen wir mal was anderes. Schauen wir mal, was so ein weg des James Booster kostet. Weil du kannst hier
alle kaufen. Auch kaufen, ja. Ja, die kosten ja alle 200. Gut, ich könnte mir zwei Weg des Gems leisten. Das wäre auch böse, wenn da so ein Klubrück drin ist. Oh mein Gott, da möchte ich wissen, was die Leute dafür hergeben. Ja, am meisten wird Farbenschock gekauft. Tauschen. Sagst du Gnocchi oder Gnocchi? Gnocchi. Uff. Sabrina sagt Gnocchi. Ja, yeah, Gnocchi ist auch richtig. Nein, das ist nicht. Doch. Italiener mit den Bühne knallen. Gnocchi ist es, ja. Nicht Gnocchis. Gnocchi, ja. Penner? Pene. 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 Uff, er gibt 4 Nocturne, 4 Kikli und 4 Capoeira aus First Print in Different Art für einen Farbenschock. Okay, nein, ich will Booster Packs, ich erhalte andere Anzahl. Was ist das? Weg des Gems. Schon wieder. Schauen wir mal. Der gibt 3 für 6. Und was? Der gibt 5 für 5. Der gibt 1 für 1. Uff. Uff. Uff, der gibt 1 Weg des Gems für Turtok Blimfer. Okay, das wird sich auszahlen. Ah nein, doch, den hätte ich zweimal, den könnte ich sogar geben. Aber die geben alle nur 1 für 1. Also zieh den einen gleich ab. Von der Anzahl, die du da unten über hast. Ah, warte. Uff, schau. Da kriege ich 4 Weg des Champs und ein verborgenes Schicksal für 7 Farbenschock. Das ist okay. Was ist besser, Farbenschock oder Weg des Champs? Weg des Champs. Gut, dann gehe ich jetzt her und dann machen wir ganz ein neues Spiel. Dann holen wir sich Farbenschock-Packs. Da für Zack, für 2 Zackien 7 Farbenschock-Packs. Wenn es noch offen ist. Ja, dann ist es eh. Ich will aber nicht okay. 1 Zackien, ich will nicht 2, ich will 1 nur hergeben. Was ist 8? Nein, Interleon und Vimax gebe ich nicht her. 7, Interleon und Vimax gebe ich nicht her. Uff, was gehe ich da? 6 für 1. Ja. Machen. Easy. Tausch. Öffentliche Angebote. Booster Packs. Andere Anzahl. Ich erhalte Anzahl. Zu wenig. Nicht 2 Zackien für 6 ergeben. Aber 1 für 5, das geht. Das ist okay, ja. Bei den Tauschwerten, die ich aktuell habe. Murat ist ein Name, Schatz. Uff. Yoda gibt 13 für 2. Für was? 2? Für 2 Zakians habe ich noch. Oha. Danke. Und jetzt gehen wir auf Weg des Champs Suche für... Farbenschock. Ja. Jetzt machen wir Weg des Champs Tausch gegen Farbenschock Packs. Da 4 zu 4. Mache ich 1 zu 1 Tauschgeschäft. Danke. Ist gewonnen? Nein, es ist... Das ist Gewinn. 1 zu 1 Tauschgeschäft. Ja. Gusch.
Oh, 5 für 3, fix nicht. Turtok blind vor GX, fix nicht. Tschüss. Braucht mein Lappe. Hallo. Hallo, Stefan. Hallo, hallo. Lul, so. Urquiet. Wer ist denn wer bei euch? Ich mache euch einfach mal auf 200%, dann höre ich euch vielleicht auf. So, was haben wir da noch? Nein, Weg des James aufmachen. 16-fach für 16 Farbenschock. Das ist gut. Ja, 17 für 17. Weg damit. Da ist auch immer 1 zu 1, 1 zu 1. Uff. Schau mal, was ich gezogen habe. Schau mal das Rechte an. Ich weiß nicht, was das ist, Goldie. Oha. Oha. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es schaut, ich weiß nicht. Es schaut urteuer aus, auf alle Fälle. Ja. Schauen wir mal. Card, Mavin. Wasser, Flaske. Uff, $20 für das Goldene. Und du kriegst wie viel Weg des Champs? 5? Ich glaub. Ist Gewinn. Nein, ja, 5 krieg ich. Aber was macht Wasserpflaster? Ich habe jetzt nicht geschaut. Was steht da drauf? Lege eine Energiekarte aus dem Ablagestapel. Uff, das ist einfach nur eine Energiekarte vom Ablagestapel auf die Bank legen. Ja, das ist Gewinn. Her damit. Das spiele ich eh nicht. Ja. Ja, noch Boost Opening, dann. Lol, Schatz. Bringt dir wieder ein Tuli. Kannst du mir auf eine Sonderschule schicken. 31 Weg des Champs Packs habe ich mir jetzt geholt. Passt und alle aufmachen. Gleich alle. Soll ich alle reißen oder alle hintereinander gleich? Alle hintereinander. Schon geil. Einfach alle ja, wegfetzen. Ja. 31 Weg des Champs Packs. Auf einmal ist er einfach geknackt. Uff. Also 30 Packs kann echt gut, weil 6 mehr, das ist ein Display. Jetzt geht's los. Ich will Gette, gar nicht Gette. Thomas riecht Bruder, gesagt er. Ja. Gleich mal. Erstes Pack ist schon mal okay. Kann man einen Account verkaufen. Gleich zwei Karten, einmal holen, einmal mal. Oi, 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 oi. Die ist aber fast nichts wert, dieser Kuchen. Der Pack ist an, ja. Zwei. Ja, aber es passt. Das ist doch sehr viel schon. Ja, ja. Nein, nein, nein. Den kannst du auch mal ein bisschen offen lassen. Okay, zwei. Uff. Das ist aber eine hübsche Karte, ich glaube, die spiele ich. Oh, Lucado. Hübsch. Uff, noch ein Wii. 4 Packs aufgemacht, 3 Wii's rausgeholt und 2 Holos davon. Ja. Stefan, bist du noch da? Ja, oder so? Ja, ich bin da. Ich tu gerade nur anspielen. So. Sorry. Ja. Ja, na dann warte, ich schicke dir eine Freundschaftseinladung. Wie heißt du auf Pokémon? Ja, warte, ich spiele gerade Tutorial, warte. Achso, du hast noch keinen Namen, okay. Na. Weil, also hätte ich beim Weg des Champs ausgezogen. Ja, fix. Ich habe EBM für dich gespielt oder so. Ich glaube, ich gar nicht mehr. Lol, ich habe schon wieder ein V geholt, Goldie. Oh, das ist auch solid schön. Nächstes ist das Kinderspielzeug von Kleinen. La-di-da-di-da-di-da. Down. Ah, ich glaube, den habe ich. Put that needle down. Put the needle down. Komm. Ah.
Werner, du fallst wieder um. Ich fall um. Kann man das ein bisschen leiser stellen? Na. No. Den kennen wir schon, den hat man schon. Aber nicht in normal, wir hatten ihn in. Ja, stimmt. Ich glaube in GX. Aber gut, 31 Packs rausholen aus 4 Karten oder so, okay. Das stimmt. Ich bin aber jetzt das dritte Mal. Großes Ruf. No, Alter. Noch einmal. Oi, oi, oi. Uiuiui, ui, wieder Lucario. Achso, und du bist noch nicht so weit, okay. Ja, 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 es dauert bei mir. Ui, Bro. Ui. Das heißt, du hörst zuerst, wenn ich einen Flutterkopf bevor du siehst. Ja, voll. Das wird so traurig so. 13 Packs habe ich noch. Da geht noch, da geht noch. Magst du auch? Schauen, hä? Kleiner. Schauen, nicht angreifen. Kamal V-Max. Der schaut aber cool aus. 2 Alter. Uff, das tut halt weh. Das lasse ich jetzt kurz offen, bis du es siehst. Nein. Muss man das Tutorial spielen? Ja, Stefan. Nein. Okay. Auf. Das es war eins zu eins selbe Booster. Ja, na vor allem, den habe ich jetzt 4-mal bei dir gezogen. Oh. 10 habe ich noch. Ah, ich glaube, den habe ich auch. Gehabt. Diesen Thermopod oder wie er. Ruhe. Mama kommt gerade wieder. Also schon langsam kann ich diesen Ding nicht mehr sehen. Komm. Alter, das gibt's. Mary, ja, Alter. Ja, aber Mary. Dafür kann ich jetzt spielen. Dafür kann ich Kamalm VMAX spielen, weil jetzt habe ich Kamalm und Kamalm VMAX. Stimmt, ja. Aber kein Malm steht für mich aus wie so ein gefälschter Shigi. Ja, ja, Shilok. Stimmt. Uff, hab ich auch schon. Die letzten, die Holos, sind alle die gleichen bis jetzt gewesen. Ja. Ich glaube, ich werde alle wie. Holo-Energie ist nicht mal so stark. 3 Packs haben wir noch. Ich habe gar keine Glitzer-Energie, glaube ich. Eine Glitter. Eine Glitzer. 2. Echt? Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Inferno-Pot. Ich glaube, ich hatte Inferno-Pot, aber Altare, glaube ich, habe ich safe. Also, dadurch, dass ich hier das Online-Spiel sowieso nicht spiele und wir eh so viel abgecasht haben, lass schauen, was noch geht mit Weg des Champs. Wir wollen ein Glurak sehen, wir wollen ein Glurak sehen. Alles gut. Hat er nicht scheiße gemacht in Windel, gell? Ja. Gott sei Dank. Hat der Papi wieder kotzig gemacht. Was? Hättest du tauschen gehen müssen. Nein, ich fange immer an zu brechen bei so einem Scheiß. Lol, das ist dein Sohn. Ja, und es ist trotzdem scheiße. Es ist trotzdem scheiße. Wieso will ich 3 Punkte haben? Das will ich nicht. Sabrinas Hände war mal voll, weil er nicht ruhig war. Wirklich? Hände, hast du Hände gesagt? Hände, ja. Hände, ja, meine Hände waren.
Hände, ich hab verstanden, so wie das Handy, oder ich jetzt wegkomme. Nein, jetzt einfach so. Einfach weggeschmissen, einfach so den zweiten Stock runter. Ja, einfach aus dem Fenster raus zu den Nachbarn im Garten. Weil er meint, er muss sich immer umdrehen. Gell? Mit Geld kommt beständig zwei weg, das James Shuttle irgendwo überteuert. Da hoffen wir, es ist ein Glurak drin. Ja, aber bis jetzt ist Farbenschock am spendabelsten. Ja. Uff, der ist ein das bisschen. Das ist die Frage, ist es im Real Life auch so oder ist es nur im DCGO so? Lol, okay, der ist ja überhaupt nicht gescheiter Tauscher. 3-3 gegen 1. Einige Tauscher dabei, die nur Mist sind, bist du deppert. Oi. Ich krieg meine Doppelkekse nicht aus der Schachtel raus. Ganz das stimmt. Sieht so aus, als hätte ich alle mehr als ein Pack getauscht, Alter. Das ist 6 Stunden her, seit diese Angebote angegangen sind. Warte. Was? Da krieg ich für ein Victini 2 Farbenschock, ein Weg des James und 4 Rotoms. Das hört sich aber gut an. Das ist gut. Also 2 Farmschlag einweckte, das ist cool. Nein, warte, das nächste. Ja, würde ich schon. Einfach siegeshalber. Wie ich dann auch, Titi. Das ist echt gut. Uff. Das wären halt 50 Euro, weißt du? Bitte, sieh dir nur die Hose an. Ja. Wenn man die Dinger wenigstens mit Echtgeld verkaufen könnte. Was mache ich jetzt? Echtgeld kannst du aus denen nicht machen. Physisch hat es die trotzdem die 50 kostet. Und der Weg des Gems kostet mittlerweile 8 Euro, das Päckchen. Wirklich? Mhm. 8 bis 10 Euro. Ruhiger Gott ist. Bei mir bist du nicht so ruhig, wenn ich die ganze Lüge nicht schon unfair. Ja, willst du jetzt jedes Mal ein Kind schlagen oder? Nein. Das ist zu blöd. Ich kann meine Minute geben für Weg des James. Das ist wahrscheinlich online raus. Kannst du auch machen. Robin! Der Milotik, Milotik. Nein, davon habe ich A3 bekommen. Weg damit. Titi, oder? Nicht mit der Jacke. Nein, nicht mit Jacke. Dann kriegt er einen Hitschlag. Pack deine Titten aus, pack deine. Der lacht. Ich hab grad voll mitgewippt, wie du zum Singen angefangen hast. Nochmal 17 Packs öffnen. Weg des James. Easy. Nur was. Stell dir vor, dann einfach Account verkaufen wollen. Ist da wirklich Glurak drin? Ja. Das ist wie Max Glurak. Thomas schreibt gerade, wenn es nur in echt so wäre, das Booster kaufen. Du gehst einfach hin und gibst ihm eine Victini V-Karte, Alter. Ja, ich hätte jetzt das wäre. Booster für meine Victini. Spielraum könnte es funktionieren. Ja. Nur geh mal und misst für die Karten. Halt, zweimal Biber. Hast du jetzt gerade nochmal? Also die Trainerkarten im Weg des Champs sind echt anstrengend. Uff. Das ist für das VMAX, was ich gezogen habe, brauchbar. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also wir halten fest, ich habe schon 48 Packs vom Weg des Champs gehabt. Schauen wir mal. Das gefällt mir. Das ist richtig hübsch. Ui, okay, ja. Ui. Ui. Bisaflovi. Ui. Das ist halt ein wirklich hübsches Pokémon eben.
Irokeks sein. Den habe ich auch. Irokeks habe ich safe. Wenn ich dann weiter die Werte durchschaue, dann sehe ich es sicher. Energietechnisch habe ich in echt noch nicht wirklich viel besonderes Zeug. Nur so Doppel-Energie-Holo, aber auch nur wieder. Uff. Ach, nix. Jetzt kommt er. Jetzt ist er da. Den habe ich. Der ist aber nichts wert. Duraludon, ja, ey. Ja, den habe ich. Ja, aber die Wii sind trotzdem schön. Ja, ich finde die Wii-Arts auch wirklich gut. Frag mal, was ich aber Tag Team GX gibt's so gar nicht mehr, glaube ich. Doch, ich hab vorher wieder ein Galatas und ein... Nicht nochmal durch. Schickst du das? Nein. Wie viele noch? Das heißt das letzte, glaube ich. Schon wieder. Forschendes Buffet, das ist... Nah. Nein, einfach nur nein. Kamal, das gefällt mir fast besser. Es gibt Weg des besser. Gems nicht im Shop zum Kaufen. Na, das ist irgendein Special Set anscheinend gewesen, ich weiß es nicht. Ja, na dann hole ich mal alle Leute, die wir so haben. Wie Shining Fates. Ich glaube, das ist auch so dann. Ich will Booster Special. Ich will Weg des Gems, ich erhalte, übernehme. Ich hole mir alle Packs. Also Turtok und Blind vergebe ich nicht her. Alles andere würde ich, glaube ich, hergeben. Das habe ich auch zu tun und blind vor. Das ist, warte mal, müsste ich meine Mappe schauen. Ich glaube, von 10er oder so geht das weg. Ja, ja, ich glaube, von 10er geht das weg oder so. Muss ich schauen, was ich dazu geschrieben habe. Danke, zu Biris kannst du haben. Gib her, weg das James weg. Tschüss. Humanolith V habe ich zweimal. Her damit. Hau rein. Oh. Nein. Herst Haber, ich will keine drei Hyperbälle, oder ich will. Bist du fertig mit dem Tutorial, Stefan? Oh, ich bin gerade beim vorletzten Typen. Weißt du schon, wie du heißt? Gastspieler. Oh. Au! Auch. Das ist genug gehabt. Milotic gegen 1 und 30 Energie. Das können wir machen. Forschung des Professors, weg damit. Es ist nicht so viel. Nicht bereit. Ich bin aber jetzt weg, wir gehen spazieren. Ich komme später nochmal dazu. Viel Spaß. Danke, ciao, ciao. Ciao. Also das Spiel funktioniert? Ja, schon. Ziemlich, ja. Bin eh fast durch. Was bringen mir diese Münzen? Kann ich mir sicher irgendwie Karten kaufen oder so, gell? Ja. Nicht sterben, junger Mann. Nicht sterben. Okay.
kann ich zum Beispiel, wenn der Stern ist, kann ich da alle von diesen Energiekarten benutzen? Das verstehe ich jetzt nicht, was du meinst. Weil irgendwie spiele ich mit Blitz und einem Stern, also mit Weiß, kann ich da alle die Energiekarten. Ich werde schon, egal, wird schon gehen. Also das wird schon funktionieren. Ja, nein, das Weiße ist neutrale Energie, damit kannst du jede Energie verwenden. Ah, okay, passt, chillig. Shiny Gludert und einmal wie in Weg des Gems gut. Das heißt, wie viele Packs muss ich theoretisch aufmachen, dass ich das bekomme, oder? Oh, das ist eine gute Frage. Warum bin ich jetzt nicht mehr Vollbild? Fuck. Du gehst auf Einstellungen und machst das Fenster weg. Machst die Box vom Fenster weg. So. Also ist meine Qualität gerade irgendwie schlecht geworden. Vom Game, das kann passieren, weil du musst die Auflösung auch hochdrehen. Ah, fix passt. Ich habe mir jetzt alle Weg des Gems Packs geholt, die es gibt. Also wirklich alle, die ich mit meinem verfügbaren habe. Ich habe jetzt nochmal 25 geholt. Was? Tausche meine. Entschuldigung, Alex ist da. Oder ATTS in dem Fall. Ich tausche meine vorhandenen Pokémon hier und seltenen, die Leute haben wollen, gegen die Packs, in denen Shiny Cubert oder Rainbow drin sein könnte. Das ist aktuell mein 50. Pack von Victor James. Stefan, was hast du gesagt? Ich war gerade verwirrt, über was du redest, so, ist okay.
um mal kurz ein Bild darzustellen, wie viele Codes ich schon eingelöst habe. Schau kurz in den Screenshot. Jo. Es gibt für jedes Booster, das du kaufst, gibt es eine Codekarte, okay? Mhm. Das ist so eine Karte. Okay? Mhm. Ja, ja, perfekt. Das ist ja schon. Glaube ich, die, was nicht umgedreht ist, oder? Nein, nein, die auf dem Video. Ach so. Ach so, ich check schon. Zu viele Codes habe ich schon eingelöst. Siehst du das? Wie steppert? Das sind ca. 200 Cup oder so, oder 150 ungefähr. Hast du da ein paar gekauft, oder? Nein, die sind von dem, der jetzt gerade dabei war im Discord. Aha. Und von dem, der Dark Rage Ghost im Chat. Ah, okay. Noch ein bisschen vorgezogen, gleich eintauschen. Eigentlich ein dummes Tauschstimmen, ein Bisa-Floor wie, das in der Weg des Champs Booster drinnen ist, gegen einen Booster für Bisa-Floor wie. Hä? Dumm. Ein Garde wie auf V-Max, das ist hübsch. Thomas, bist du noch da? Ich habe gerade eine Karte gezogen. Hm? Die sind echt bis zu 50 Euro wert. Jo. Nur hast du es online bekommen. Ja, aber kann ich gleich wieder gegen einen Hop in Full Art auch Geld wert. Gleich wieder tauschen gegen Weg des Champs. Einzige Karte im Ziel. Gerade wieder 20 Packs aufgemacht, aber. Alles schon wieder weg. Thank you.
Uff, ich glaube, ich habe alle Wege des Champs gekauft. Es gibt keine mehr, also ausgetauscht. Können wir schon gegeneinander spielen? Ich bin gerade beim letzten Gegner. Weißt du, hat der Alex den Server aufgemacht? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Wirklich nicht. Aussieht, habe ich wirklich jedes Weg des James Ding getauscht, das ich verfügbar hatte in meinem Repertoire. In deinem Repertoire? Gut, dann hole ich mir noch das eine Weg des James Pack, weil mehr gibt es anscheinend nicht mehr. Von dem, was ich habe an Karten und dann. Baue ich mir mal ein Deck zusammen. Mit was für einem Deck startet man? Kann man sich das aussuchen? Oder? Ah, im Normalfall gibt es Lavados, Arctos, Zapdos. Okay. Okay. Ich habe wirklich alle Packs gekauft, die es gab. Also. Hallo. Hallo.
Bist voll in Camera. Vogelhaustamban? Ja, können wir gleich machen. Dann du was hältst und dann sagst du, wir müssen machen. Rosenkohl, Fleisch und Knotschi. Nein. Ich hab dir was überlassen. Was hieß, das war ja nicht mehr. Das nicht alles, weißt du, wie viel das noch war? Das war ein voller Teller und es ist immer noch ein voller Teller oben. Das hätte gar nicht auf einen Teller alles gebracht. In Rosenkohl isst du eh nicht. Naja, eben. Den kannst du mal mitbringen. Es gibt einen Deck Assistant, der mir, nachdem ich mir zwei Lieblingskarten ausgesucht habe, ein komplettes Deck erstellt. Mhm. Das ist auch cool. Das ist auch nicht schlecht. Gewonnen, endlich. So. Kann es nicht geben. Habe ich davon? Ich habe 25 von dem einen Pokémon. 25? Mhm. Na ja. Also ich kann mir jetzt eins von den drei aussuchen, oder was? Ich denke. Ich weiß nicht mehr, wie der Start war, du. Ich hab das vor 2-3 Jahren einmal gemacht. So, nein, ich komme da eh alles weg. Was war nein? Eins von den drei. Wir alle nehmen das. Warte.
Musste ich nicht oder wieso nicht? Naja, wegen der Arbeit und Corona habe ich nicht vor, dass wir dort 6 Leute oben sind. Sagst mir jetzt, wie du heißt, bitte. Ich arbeite gerade an. Du findest nicht, wo dein Name steht. Nein, ich habe kein Konto gehabt. Ich muss mich gerade mal anmelden. Ich probiere mal mein neues Deck aus. So. Ah, fuck. Ja, ich weiß. E-Mail-Adresse verifizieren. So, jetzt das neue Play. So wie immer. So wie immer. Ah, okay, das, was man da drinnen hat, bei beim Deckmanager, das hat man, oder was? Das Deck, ja, aber du kannst dir deine Sammlung auch anschauen, deine Karten sammeln. Ja, yeah, aber das halt, ich meine halt, das Deck, was man hat, man bekommen. Das ist das Erste, was man bekommen hat. Okay, ich habe mentale Macht bekommen, okay.
Achso, also jeder. Okay. Okay. Das war's, oder? Der zieht, mehr habe ich nicht. Ja, ne. Ich habe ja auch, glaube ich, 80 Booster oder so aufgemacht, also wenn du mehr hättest, wäre ja komisch. Du kannst jetzt mal gegen die anderen Spieler spielen, die Trainer-Herausforderungen machen, da kriegst du Booster-Packs und kannst neue Sachen machen. Mhm. Kenn mich auch. Okay. Ich geh mal kurz in die Kitchen. Warte, hast du noch nichts geschrieben für den Server? Ja, müssen wir nur schauen auf Steam, oder? Wenn er on ist, dann ist der Server on. In Steam ist er nicht dann. Also ich meine, Steam ist er schon dann, aber in Dings ist er nicht dann. Er ist in Neverwinter, ist er on. Wie, er ist in einem Spiel drin? Ja. Also Neverwinter, ich meine, irgendein anderes Spiel, ich kann, sagt mir nicht schon. Ne? Ich hab mir gar nichts. Sicher Mittelalter oder so. Never. Free-to-play sogar. Das schaut aus wie BOB ein bisschen. FX. Also verloren. Ich spiele. Ich geh kurz in die Kitchen, ich komm.
Hast du mir echt den Rosenkohl noch mitgenommen? Urgeil. Dankeschön. Ja, sofort. Spiel das Spiel fertig und dann ja, wenn dann Pokémon, aber gib den Kopf da raus. Gib den Kopf da raus, Charlie. Gut, geil, Baby, danke. Einfach ein paar Rosenkohl. Ich schalte jetzt mal den Stream ab. Mhm. Und freue mich dann voll Halle, wenn der Alex jetzt wieder lustig. Also, ja. Ja. Also machst du Pause oder was? Gehst du Vogelhäuschen bauen, oder? Ich schalte mal den Stream. Achso, okay, okay. Hallo, servus, Gustav.